Ja, herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum SMC Virtual Press Briefing. Heute zum Thema SARS-Coronavirus und das Herz sozusagen. Denn es ist so, dass der Virus ja als Eintrittspforte in Zellen sozusagen ein Enzym benutzt oder ein Molekül benutzt auf der Oberfläche von Zellen. Und das hat einige Auswirkungen für die Frage, ob und in welcher Form Patienten, die an Covid erkranken, möglicherweise kardiovaskuläre Probleme oder auch möglicherweise bestimmte medikamentöse Behandlungen für sie Chancen bieten, wenn sie an Covid-19 erkranken. Wir haben hier heute Experten versammelt vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung und wir haben eine Expertin und zwei Experten und ich werde sie der Reihe nach vorstellen und sie werden jeweils ein kurzes Statement von 5 Minuten abgeben. Und danach können Sie Ihre Fragen stellen, wie üblich, in den Chat einfach reinschreiben und wir stellen sie dann nach und nach. Ich möchte gerne beginnen mit Frau Professor Dr. Stefanie Dimmeler. Sie ist Direktorin am Institut für kardiovaskuläre Regeneration der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und ich möchte Sie bitten, kurz mit einem Einstiegsstatement, also warum überhaupt der Zusammenhang zwischen SARS-CoV-2 und dem kardiovaskulären System? Sechsmal vielen Dank, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Rezeptor für das Virus, was die Covid-19-Erkrankung auslöst, heißt ACE2. Und dieser Rezeptor ist natürlich auf Lungenzellen exprimiert und bewirkt dadurch die Aufnahme von diesem Virus in der Lunge, wo er auch diese verschiedenen Phänomene eben auslöst und Lungenerkrankungen verursacht. Aber, und das ist besonders wichtig für die Forschung, ist, dass dieser Rezeptor auch auf anderen Zellen vorhanden ist und exprimiert ist. Unter anderem kann man den auch auf Herzmuskelzellen finden, man kann ihn auf Endothelzellen, das sind die Gefäßzellen, finden und auch in perivaskulären Zellen. Die Frage, die uns natürlich jetzt beschäftigt, ist der Rezeptor einfach da oder kann der Rezeptor dazu genutzt werden, um das Virus auch in diese Zellen aufzunehmen? Das ist deswegen spannend, weil man das in Menschen noch unzureichend untersucht hat und auch, weil wir zusätzlich nicht wissen, was für Co-Rezeptoren benötigt werden. Es ist beschrieben worden, dass TMPRSS2, das ist eine Protease, den Virus koaktiviert und notwendig ist für die Aufnahme. Aber über dieses Molekül weiß man im Prinzip sehr wenig und wir können deswegen nicht wissen, ob der Virus das Herz möglicherweise auch direkt angreift. Das sind Sachen, die wir jetzt untersuchen wollen. Warum wollen wir das untersuchen? Wenn der Virus Herzmuskelzellen zum Beispiel direkt auch infizieren würde, könnte das eine Myokarditis auslösen, was langfristig und auch kurzfristig zu einer Störung der Herzfunktion beitragen kann und natürlich für die Patienten sehr belastend ist, zusätzlich zu der Lungenerkrankung. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Virus das infizieren könnte? Er geht ja eigentlich über die Atemwege und dann in die Lunge sozusagen, in den Körper. Ist das eher eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine geringe Wahrscheinlichkeit aus Ihrer Sicht? Ich bin kein Infektiologe. Also ich denke, Viren können natürlich dann, wenn sie im Blutstrom angekommen sind, sich vermehren, überall im Körper befallen. Also andere Viren können zum Beispiel auch Herzmuskelentzündungen, also Myokarditis auslösen. Wie das jetzt genau mit diesem Virus ist, weiß ich persönlich nicht. Ich denke nur, wenn das Rezeptor auf den Herzmuskelzellen im Endothel vorhanden ist und tatsächlich der Virus eintreten könnte, kann das natürlich schon Folgen haben. Gut, dann gehen wir über zu Herrn Professor Dr. Thomas Echenhagen. Er ist Direktor des Instituts für experimentelle Pharmakologie und Toxikologie an dem Universitätsklinikum Eppendorf und er ist der Vorstandssprecher des DZHK. Vielleicht erklären Sie mal kurz die pharmakologischen Zusammenhänge. Also inwiefern ist eigentlich das ACE-System bedeutsam sozusagen im Bereich von kardiovaskulären Erkrankungen? Ja, vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Das ist natürlich für einen Pharmakologen so ein Leib- und Magenthema. Das ACE-System ist mit das wichtigste Regulationssystem des Körpers und man weiß schon sehr, sehr lange, dass im Prinzip dessen Hemmung günstige Effekte aufs Herz-Kreislauf-System hat. Daher kommt es, dass ACE-Hemmer und Angiotensin-Rezeptorblocker, ARBs, heute zu den am meisten genommenen Medikamenten überhaupt weltweit zählen. Man weiß, in Deutschland nehmen jeden Tag mindestens 16 Millionen Menschen ACE-Hemmer und etwa die Hälfte nochmal dazu ARBs. Das System ist deswegen so wichtig, weil es einen Hauptvasokonstriktor, also eine Substanz,
Angiotensin 2 generiert, was im Körper die Blutgefäße eng stellt und dadurch schädliche Auswirkungen auf das Herz hat. Den Blutdruck erhöht, das Herz schädigt, die Nieren schädigt und wahrscheinlich auch über Sauerstoffradikale in einem Krankheitsbild Covid eine Rolle spielt. Nun kann man sich fragen, warum das plötzlich so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Das liegt daran eben, dass das ACE2, was nicht das Enzym ist, das durch ACE-Hämmer gehemmt wird, sondern ein verwandtes Enzym, eben durch ACE-Hämmer möglicherweise und auch ARBs möglicherweise hochreguliert wird. Und dadurch ist dieser ziemlich schlichte Zusammenhang formuliert worden, mehr Rezeptor, höheres Risiko für eine Infektion. Das, was aber dabei ganz wichtig ist zu beachten, erstens ist dieser Zusammenhang nicht gut belegt, insbesondere nicht beim Menschen. Es gibt Tierversuche, die weisen darauf hin, dass tatsächlich es zu einer Hochregulation kommt. Viel wichtiger ist aber noch die Frage, ob wirklich eine Hochregulation von ACE2 im Nettoeffekt schlecht oder gut ist. Warum könnte das auch gut sein? Weil es schon lange bekannt ist, dass ACE2 sozusagen der große Gegenspieler von dem klassischen ACE1 ist, nämlich das Enzym, was durch ACE immer gehemmt wird. Anders ausgedrückt, ACE produziert das schädliche Angiotensin 2, ACE2 baut das schädliche Angiotensin 2 ab, also genau gegensätzliche Wirkung. Und daraus ist schon lange formuliert worden die Vorstellung, dass viel ACE2 bei vielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, möglicherweise aber sogar auch bei Covid, eine protektive Rolle spielt. Und das ist jetzt so die Datenlage, aus der man für den Patienten bislang nichts machen kann. Das heißt, die Anfragen, die gestellt worden sind, soll jetzt ein Patient oder soll ein Arzt aufgrund der Covid-Epidemie oder Pandemie ACE immer absetzen, ist ganz einfach zu beantworten, auf gar keinen Fall, einfach weil die Datenlage dazu viel zu unsicher ist. Mhm. Gut. Okay, Details. Dann. Genau, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal zum Kliniker, der dritte im Bunde, Professor Dr. Steffen Maßberg. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik, Klinikum der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und er ist Kardiologe und ist auch sozusagen in die Versorgung von Covid-Patienten aktuell an der LMU eingebunden. Vielleicht können Sie mal kurz einen Bericht geben, wie es sozusagen auf den Stationen aussieht. Erstmal grundsätzlich mit Patienten und kardiovaskulären Problemen im Zusammenhang mit der Behandlung von Covid-Patienten. Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Webinar. Also prinzipiell war es ja ursprünglich so, dass man die Erkrankung eigentlich primär als Erkrankung der Lunge so im Fokus hatte und jetzt zunehmend erkennt, dass die kardiovaskulären Erkrankungen mit eine Rolle spielen. Einmal, weil vielleicht die Erkrankung Covid, kardiovaskuläre Erkrankung vom Verlauf her ungünstig beeinflusst. Das heißt, Patient hat eine koronare Herzerkrankung und die verläuft schlechter, wenn er zusätzlich eine Infektion hat. Umgekehrt haben wir gerade schon gehört, Medikamente, die wir einsetzen bei der Therapie von kardiovaskulären Erkrankungen, sind in die Diskussion gekommen, obwohl wir, haben wir gerade gehört, natürlich noch keine Aussage treffen können, ob das zu Recht ist oder nicht. Und da muss man sehen, muss man sagen, zunehmend sehen wir auch, dass die Erkrankung vielleicht auch direkt zu einer Schädigung des kardiovaskulären Systems führt, sodass also insgesamt jetzt schon mehrere Aspekte sind, warum die kardiovaskuläre Medizin da eine Beteiligung hat an der Versorgung dieser Patienten. Jetzt haben Sie gefragt nach dem Versorgen bei uns jetzt. Ich glaube, dass jedes Krankenhaus das anders handhabt, je nach den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Im Augenblick ist es bei uns so, dass wir die Patienten kohortieren und auch versuchen, oder nicht versuchen, sondern es schaffen, die Patienten, die eine Infektion haben, eine dokumentierte Infektion, und auch die, bei denen ein Verdacht besteht auf eine Infektion, die werden kohortiert und auch in den Abläufen her komplett getrennt von der Versorgung der Patienten, die mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus kommen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, dass wir nicht vergessen dürfen, dass andere Krankheiten haben nicht aufgehört zu existieren. Und auch die müssen natürlich versorgt werden. Und ich glaube, es ist ein
Was genauso wichtiges Augenmerk, das wir jetzt legen auf die Versorgung von Covid-Patienten, müssen wir legen auf die Qualität der Versorgung von Nicht-Covid-Patienten, weil das natürlich eine wichtige Zuteilung ist von Ressourcen und Logistik, die wir im Auge behalten müssen. Da kommen wir, glaube ich, am Ende nochmal drauf. Vielleicht habe ich hier gleich die erste Frage. Nochmal von dem Patientenkollektiv, was sozusagen mit Covid infiziert ist. Da sind ja sehr viele Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren und zum Beispiel sehr viele mit chronischem Bluthochdruck. Wir haben ja gerade schon gehört, 16 Millionen Deutsche nehmen das ein. Wie sieht das aktuell aus? Also wie häufig sind diese Patienten betroffen und was tut man mit denen ganz konkret? Also wir sehen schon, dass der Anteil an kardiovaskulären Erkrankungen bei Patienten mit Covid, wenn sie einen schweren Verlauf haben, überrepräsentiert ist. Also die Patienten, die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, scheinen einen etwas schweren Verlauf dieser Erkrankung zu haben. Aber dazu muss man ein bisschen andere Aspekte noch mit im Hinterkopf haben. Natürlich sind die Patienten, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben, auch typischerweise ältere Patienten. Und ältere Patienten haben einfach naturgemäß mehr Begleiterkrankungen und können natürlich insofern eine schwere Infektion vielleicht auch schlechter wegstecken, lapidar gesagt. Insofern ist es immer wichtig, wenn man sich die Daten anschaut, dass man überlegt, ist das wirklich ein Effekt dessen, was wir untersuchen? Also ist es wirklich die kardiovaskuläre Erkrankung, die kausal dazu beiträgt, dass die Covid-Erkrankung schlechter verläuft? Oder ist es ein, was wir als Confounder bezeichnen, der einfach integriert für Alter zum Beispiel. Ja? Der Effekt vielleicht dann gar nicht so spezifisch. Und das ist eine Frage, die können wir Stand heute noch gar nicht so sicher beantworten, weil es dafür große Zahlen an Patienten braucht, um wirklich diese einzelnen Einflussgrößen gut differenzieren zu können. Was wir wissen, ist, dass bei nicht wenigen Patienten, wenn man die aktuellen Untersuchungen sich anschaut, ist so ein Fünftel der Patienten bis ein Viertel, die im Verlauf, die zumindest bei den stationär versorgten, da muss man ja auch immer noch aufpassen, wir gucken ja im Wesentlichen jetzt auf die, die schon eine Selektion darstellen, nämlich die, die im Krankenhaus behandelt werden. Da gibt es noch einen großen Teil, die sind ambulant, werden ambulant versorgt, haben auch Symptome. Und dann gibt es noch einen viel größeren Teil wahrscheinlich von Patienten, die sind asymptomatisch, von denen wir gar nicht wissen, dass sie eine Erkrankung gerade durchmachen. Deswegen, wenn man diese Prozentzahlen sich anschaut, muss man immer natürlich auch aufpassen, was ist denn die Bezugsgröße. Und bei den stationären Patienten ist es so, also diese Selektion von wahrscheinlich schweren Verläufen, dass da ein Viertel bis ein Fünftel im Verlauf Myokardmarker entwickeln. Das heißt, die haben schon Hinweise im Labor für eine Herzmuskelschädigung. Ob das dann ein spezifischer Effekt des Virus ist oder nur ein Ausdruck einer insgesamt gravierenden Beeinträchtigung verschiedener Organsysteme, das müssen wir im Verlauf noch herausfinden. Und das wird auch wichtig sein, um dann die Patienten auch zu stratifizieren und die Überwachung zu stratifizieren. Es gibt ja durchaus auch Patienten, die jünger sind, aber trotzdem zum Beispiel Blutdrucksenker einnehmen müssen oder einnehmen. Sehen Sie da irgendeinen Unterschied zwischen Älteren, die eben weitere Co-Erkrankungen haben, oder ist der Blutdruck an sich möglicherweise schon ein Risikofaktor? Ja, das ist natürlich genau die Frage. Man könnte jetzt auch hingehen und schauen, ob das bestimmte Blutdrucksenker sind, ob die einen vielleicht positiven Effekt haben, die anderen nicht. Das sind aber Sachen, die wir einfach Stand heute noch nicht beantworten können, weil dazu, um solche Fragen wirklich solide zu beantworten, wissenschaftlich solide, brauchen Sie große Mengen an Patienten. Und die werden wir leider haben, aber noch nicht in der Form, dass wir jetzt schon eine Aussage treffen können über den Verlauf der Erkrankung. Aber ich bin mir sicher, wenn wir in 2-3 Wochen sprechen, können wir diese Frage schon besser beantworten. Vielleicht eine Frage an Herrn Eschenhagen. Können eigentlich Patienten, die sozusagen mit Blutdrucksenkern nehmen müssen, irgendwas tun, um das Risiko, was möglicherweise im Zusammenhang mit Covid-19 besteht, zu senken? Gibt es irgendwelche Ratschläge, denen man denen geben könnte? Also Patienten, die Blutdrucksenker brauchen, weiternehmen. Zurzeit kann man eigentlich nur den Rat geben, so gut wie möglich weitergeben wie bisher. Denn es gibt, wenn überhaupt, es sind schlechte Daten, aber die wenigen Daten, die es aus China gibt, weisen eher darauf hin, dass eine gut eingestellte Hypertonie letztlich zu einer besseren Prognose führt als eine nicht eingestellte Hypertonie. Also es ist ein ganz klarer Rat. Es gibt, das hat sich nichts daran geändert, ein hoher Blutdruck, eine Herzinsuffizienz, eine koronare Herzkrankheit müssen ganz genauso weiter behandelt werden wie bisher. Es gibt hier eine Frage, die kommt, glaube ich, noch von vor längerer Zeit her. Es hätte mal Assoziationsstudien gegeben, die einen Zusammenhang zwischen ACE-Hämmern und Lungenkrebs hergestellt hätten.
Ist das noch aktuell? Gibt es da aktuelle Forschung zu? Kann da jemand was zu sagen? Ja, kann ich. Ja. Kann ich gerne, weil ich da schon mal vor ein paar... Okay, Herr Marsberg. Also die Geschichte bezog sich... Ja. Die Internetverbindung ist schlecht. Nur bei mir? Oder? Ja, man hört Sie jetzt im Moment gerade nicht so gut. Das ist bei Ihnen, glaube ich. Vielleicht Herr Marsberg mal eben, können Sie mal einspringen, ganz kurz vielleicht, was dazu sagen? Ja. Aber jetzt geht es, glaube ich, wieder, oder, Thomas? Gut, also es gab ja solche Daten für verschiedene Substanzen, auch für unterschiedliche Arten von Tumorerkrankungen, die dadurch sozusagen entstanden sind, dass man sehr, sehr große Populationen sich angeschaut hat. Und für die ACEMA gab es diese Beschreibung, was Sie vorhin schon erwähnt hatten. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, was ist wirklich ein Effekt der Therapie und was ist ein Effekt, ein indirekter Effekt der Therapie. Also anders gesagt, wenn Sie mit einem Medikament viele Menschen retten, die leben länger, dann haben die natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens weitere Erkrankungen zu entwickeln. Wenn in einer Population durch ein Fehlen eines Medikaments vorher schon viele sterben, werden die natürlich keine Tumorerkrankung entwickeln. Deswegen muss man sehr aufpassen, wie man diese Daten interpretiert. Und eine Hypothese, die als Erklärung für diese Beobachtung herangezogen wird, ist tatsächlich das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass ACE-Hämmer eine Prognoseverbesserung bringen durch Verbesserung kardiovaskulärer Erkrankungen und dass das Raum gibt sozusagen für spätere Tumorerkrankungen. Herr Eschenhagen, ja, wollen Sie noch mal ergänzen? Ja, das inhaltlich sehe ich es genauso. Es gab tatsächlich vor 10 Jahren mal große Meta-Analysen, die darauf hingewiesen haben, dass die Angiotensin-Rezeptor-Blocker mit einer vermehrten Tumorrate einherging. Das habe ich damals dummerweise kommentiert gleich und habe gedacht, oh, das ist aber interessant und muss man aufpassen. Dann kam ein halbes Jahr später eine größere Meta-Analyse und dann war das Thema vom Tisch. Also die Sache ist eigentlich ausreichend geklärt. Es gibt keinen verlässlichen Hinweis dafür, dass diese Substanz irgendwie eine tumorpromovierende Wirkung haben. Ich habe eine eher forschungstechnische Frage an Frau Dimmeler vielleicht. Es gab ja die Idee, und ich glaube, es gibt sogar schon erste klinische Studien mit rekombinanten menschlichen ACE sozusagen, dass das möglicherweise therapeutische Wirkung entfalten könnte. Können Sie den zusammen noch mal kurz erklären, wo wir da stehen? Also Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die Studie, die am Wochenende von Herrn Penninger publiziert wurde in Cell. Genau. Die zeigen konnte, dass man rekombinant, das ist also ein praktisch ein löslicher Antagonist von ACE2, Wirkung von dem SARS-CoV-2-Virus auf Zellkultur verhindern kann. Mhm. Er hat verschiedene menschliche Organoidkulturen benutzt und konnte überzeugend zeigen, zumindest in diesen Untersuchungen, dass es tatsächlich möglicherweise ein Weg ist. Es scheint auch schon in klinischen Testungen zu sein, aber meines Wissens gibt es eben noch keine Erfolgsmeldung dafür. Was sagt der Pharmakologe, Herr Eschenhagen? Haben Sie dazu eine Meinung? Die Geschichte ist 2003 entstanden, als eben Penningers Gruppe ACE2 als SARS-Rezeptor identifiziert hat und dann eine ganze Reihe von protektiven Effekten von ACE2 als Enzym nachgewiesen hat. Also ein Grund ist Reduktion von Angiotensin 2, also von dem schlechten Angiotensin. Zweitens eine Produktion von Angiotensin 1 bis 7. Was selber protektive Effekte hat. Und jetzt bezogen spezifisch auf SARS, könnte man sich auch vorstellen, dass der lösliche Rezeptor für SARS sozusagen die Viren wegfängt. Mhm. Und Penninger hat damals auch eine Firma gegründet, die das betreibt, Aperon. Okay. Hat es da schon klinische Studien gegeben? Die laufen gerade. Die laufen gerade. Okay, hier ist eine Frage, ob wir eigentlich bezüglich dieser möglichen Risiken was von den Influenza-Infektionen oder Influenza-Wellen bezüglich auf kardiovaskuläre Mitbeteiligung wissen. Herr Marsberg, vielleicht die Frage, also ist das auch bei Influenza-Wellen ein Problem oder ist das jetzt spezifisch, weil da der ACE-Rezeptor bei SARS sozusagen Covid betroffen ist? Also ich glaube, die Antwort liegt dazwischen. Es gibt natürlich auch bei Influenza
myokardiale oder kardiovaskuläre Beteiligung. Also Patienten, die Influenza haben, haben häufiger auch eine Mitschädigung von Herz und Gefäßen. Bei SARS kommt eben jetzt dieser Aufnahmemechanismus über die ACE2 dazu und die dadurch getriggerten Veränderungen in diesem Signalweg. Und das finden wir bei Influenza nicht, weil Influenza unabhängig von von ACE2 aufgenommen wird. Sodass wahrscheinlich schon davon auszugehen ist, dass dieser aktuelle Virus zusätzlich zu den Problemen, kardiovaskulären Problemen, die jede schwere Viruserkrankung machen kann, vielleicht noch spezifische Effekte hat auf das kardiovaskuläre System. Hier kommt eine Frage jetzt außerhalb der sozusagen Bluthochdruck-Risikofaktoren, ob auch andere, zum Beispiel angeborene Herzfehler, gibt es da auch irgendwelche möglichen Zusammenhänge, die mit dem Erreger zusammenhängen können? Frau Dimmeler? Also ich meine, ich denke, es gibt keine Datenlage dazu. Kinder scheinen ja auch ganz wenig betroffen zu sein. Aber was wir untersucht haben, wir haben schon analysiert, inwieweit Kinder mit angeborenen Herzfehlern, ob da dieser ACE2 Rezeptor auch exprimiert ist in Herzen von diesen Kindern und konnten feststellen, dass es keinen großen Unterschied macht zu Erwachsenen. Das heißt, zumindest die Expression auf den Herzmuskelzellen ist jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise besonders reguliert. Das muss man jetzt sagen, das sind erste Daten, es ist nur mRNA und nicht Protein und was die Kausalität angeht, aber zumindest sind diese Daten nicht bedenklich stimmend, dass eine besonders hohe Aktivität zum Beispiel wäre. Weiteres muss man natürlich klinisch untersuchen, aber mir ist nichts bekannt. Hier kommt nochmal genau die Nachfrage. Ich glaube, das ist auch immer noch nicht ganz klar in der Öffentlichkeit, ob der chronische Bluthochdruck, auch wenn er sozusagen medikamentös auf den Normalwert eingestellt ist, ein eigener Risikofaktor ist. Sie sagten eben, das ist noch nicht klar. Können Sie das nochmal genau auf den Punkt bringen? Also wenn ich sozusagen einen gut eingestellten, medikamentös behandelten Bluthochdruck habe, chronisch, ist das dann trotzdem noch ein Risikofaktor? Also die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht. Das liegt einfach daran, Sie müssen sich überlegen, die Epidemie begleitet oder Pandemie begleitet uns jetzt ein paar Wochen, muss man sagen. Und die Datenqualität, die wir jetzt haben, ist entsprechend. Ich will jetzt nicht sagen schlecht oder gut, aber sie ist natürlich, wir haben in relativ kurzer Zeit sehr viel Daten akquiriert. Die Charakterisierung der Hypertonie-Patienten, also wie gut war der eingestellt, wie viele Medikamente hat er genommen, diese Daten haben wir einfach nicht. Ich glaube, sobald diese Erkrankung in Länder auch weiter bearbeitet wird, wie jetzt USA, die dafür eine sehr gute Struktur haben, auch Europa natürlich, um diese Daten zu erfassen, werden wir diese Antworten wahrscheinlich geben können. Im Augenblick können wir nur sagen, dass irgendjemand bei Aufnahme des Patienten registriert hat, ja, der hat einen Hochdruck. Ob der gut eingestellt war und wenn ja, mit wie vielen Medikamenten oder ob er schlecht eingestellt war, das wissen wir einfach nicht. Deswegen können wir die Frage nicht wissenschaftlich beantworten im Augenblick, leider. Ich würde davon ausgehen, was Herr Eschenhagen vorhin auch gesagt hat, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob jemand jetzt einen Hochdruck hat, der super eingestellt ist, wenn er an der Medikation nichts ändert, versus dem Hypertoniker, der jetzt immer massiven Hochdruck hat. Könnte man sich schon vorstellen, dass das einen Unterschied macht auf den Verlauf. Aber wie gesagt, ob das tatsächlich so ist, wissen wir einfach noch nicht. Ich wollte nochmal, alle weitere Fragen sind willkommen. Ich habe hier noch eine Liste, aber wenn sozusagen noch Aspekte aufkommen bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die hier noch bearbeitet werden sollen, bitte einfach stellen. Hier kommt jetzt erstmal nochmal eine Frage, eher praktisch, faktisch, wie insgesamt eigentlich die Zahl der Herz- und Diabeteskranken ist bei den unter 60-Jährigen, die sozusagen von Covid betroffen sind. Haben Sie da einen Überblick, Herr Marsberg? Können Sie da was zu sagen? Also wie viele sind unter 60-Jährige betroffen mit Herz- oder Diabeteserkrankungen? Gibt es da eine Zahl zu, die Sie hätten? Eine Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es gibt diese Analysen meines Erachtens auch noch nicht, dass man wirklich schaut, wie in den einzelnen Altersgruppen die Verteilung der Erkrankung ist. Wir wissen, dass jüngere Menschen insgesamt seltener betroffen sind. Aber dass wir auch schwere Verläufe sehen bei jüngeren Patienten, sodass man davon ausgehen muss, dass es natürlich nicht nur Patienten betrifft, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben, wenn sie darauf hinaus wollen. Wie die Verteilung ist jetzt in den einzelnen Altersgruppen, dafür sind die Kohorten, die wir jetzt untersucht wurden, einfach noch zu klein. Es wurden ja viele Einzelkohorten publiziert und ich glaube, es wird jetzt wichtig sein, dass man diese Kohorten mal zusammenführt und dann kann man solche Aspekte sich natürlich anschauen, wie die Verteilung der Risikofaktoren in den einzelnen Altersgruppen ist. Aber jetzt sprechen wir ja immer noch von die größte Untersuchung sind jetzt 1000 Patienten
Und das ist natürlich insgesamt schon viele Patienten, aber um solche Aussagen wirklich machen zu können, braucht man viel, viel mehr Patienten. Und die werden wir erst haben, wenn wir die vorhandenen Patienten mal in eine gesamte Datenbank einfügen und dann analysieren. Hier ist die Frage vielleicht an Herrn Echenhagen. Nochmal der Vergleich zu SARS 2003. Also es gab ja schon mal eine SARS-Epidemie, nicht ganz so groß. Wie sah es da aus bezüglich kardiovaskulärer Probleme, Bluthochdruck? Der hat ja auch schon den ACE-Rezeptor sozusagen als Eintrittspforte benutzt. Also die Datenlage zu der ersten SARS-Epidemie ist sicher noch sehr viel dünner. Als das war ja relativ kurz und auch relativ geografisch eng begrenzt. Dazu sind mir keine guten Daten bekannt. Aber dieser prinzipielle Zusammenhang eben zwischen ACE2 und Rezeptor für SARS-Viren ist seitdem bekannt. Ich wollte kurz nochmal zu der Frage davor etwas sagen. Mhm. Um die Datenlage in Deutschland zu verbessern, es ist wirklich wichtig, dass wir auch deutsche Daten bekommen, weil Sie sehen, wie unterschiedlich zum Beispiel die Zahlen in Italien und Deutschland sind. In Italien ist das mittlere Alter Mitte bis Ende 60, bei uns ist es Ende 40. Das heißt, wir haben viel jüngere Patienten im Schnitt in den Kliniken. Und deswegen hat das DZHK, so wie alle anderen deutschen Zentren für Gesundheitsforschung, beschlossen, möglichst breitflächig an diesem LEOS-Register mitzumachen, also LEOSS. Und dieses Register hat also echt Fahrt aufgenommen. Da sind die ersten 430 Patienten drin. Das steht jedem frei zugänglich zur Verfügung. Und da sehen wir jetzt allmählich, oder bald zumindest, können wir diese Fragen, die Sie eben gestellt haben, beantworten. Wie viele Patienten sind wie krank, in welcher Altersgruppe und so weiter. Jetzt ist es so, im Schnitt, sowohl bei den unkomplizierten wie bei den komplizierten bis zu den schweren Fällen, haben wir etwa 40-50% Herz-Kreislauf-Erkrankung drin. Ich habe noch mal eine Frage an Frau Dimmeler vielleicht oder vielleicht auch an einen von Ihnen beiden. Wozu braucht eigentlich die Lunge einen ACE-Rezeptor? Also warum ist der da? Also hat er da irgendeine biologische, was macht er da? Also, ja. Herr Echenhagen? Das ACE2 macht da das, was es auch sonst im Körper macht, nämlich das schädliche Angiotensin 2 abbauen und das günstige Angiotensin 1 bis 7 produzieren. Und die führen zum Beispiel zu einer Abdichtung der Lungengefäße. Also das sind alles günstige Effekte. Ich glaube, es ist hier eher so, das Virus benutzt einfach eine vorhandene biologische Struktur, die in einem anderen Zusammenhang wichtig ist. Dieses ACE-System oder das ganze Renin-Angiotensin-System ist ja im ganzen Körper wichtig. Das ist eine ganz komplizierte Kaskade mit ein paar bösen Elementen und ein paar guten Elementen, also jetzt im kardiovaskulären Sinn. Und diese Gegenspieler ACE und ACE2 gibt es überall, aber auch in der Lunge. Dann kommt hier eine Frage. Dass natürlich die besten Untersuchungen sind durch sogenannte Knockout-Mäuse gemacht worden. Und es besteht schon der Eindruck, dass die Spiegel, die wir von ACE2 in Menschen haben, anders sind als die in Mäusen. Insofern würde ich auch denken, dass auch da die Biologie, die dahinter steckt, auch nur unzureichend erforscht ist. Und es gibt jetzt mittlerweile Ansätze, menschliche Lungenschnitte zu nehmen, um rauszufinden, was eigentlich auch die Biologie dahinter ist. Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, kennen wir die Biologie im Menschen sehr, sehr wenig noch. Hier kommt die Frage, ist natürlich ein bisschen früh darüber noch zu spekulieren, aber vielleicht haben Sie ein paar zumindest Hypothesen. Nach den Langzeitfolgen von einer Virusinfektion jetzt mit SARS-CoV-2 oder einem SARS-Virus, gibt es da irgendwelche Hinweise auf Schäden, die sozusagen durch eine überstandene Virusinfektion, selbst wenn sie überstanden wird, bleiben könnten? Also wissen wir darüber was? Herr Marsberg. Es gibt Theorien. Wir haben natürlich noch keine Langzeiterfahrung. Die Erfahrung mit der ersten Epidemie 2002, 2003, das waren zu wenig Patienten, die wir da untersuchen könnten, um dann eine sinnvolle Aussage zu treffen. Für die aktuelle Pandemie gibt es
Vermutungen, aber das sind alles nur Hypothesen und Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt, was die Lunge anbelangt. Fibrose, also Bindegewebsvermehrung als Residuum sozusagen, als Narbe, Narbenheilung in der Lunge, die möglicherweise sich negativ auswirken kann, ist eine Sorge, die man hat. Ob das wirklich so ist, wissen wir noch nicht. Und was das Herz anbelangt, wissen wir eben, dass es während der akuten Phase zu Anstiegen in den Herzschädigungen kommen kann, im Labor messbar. Ob das aber dann zu einer dauerhaften Einschränkung der Pumpfunktion führt, A, und B, ob man das vielleicht mit unseren Standardmedikamenten auch positiv beeinflussen kann, das wird aktuell untersucht. Und ich hoffe, dass wir da in 2-3 Monaten schon mehr wissen. Hier kam noch mal eine Nachfrage an Herrn Eschenhagen. Ich glaube, Sie hatten das gesagt. Hier war noch mal die Frage. Sie hatten gesagt, bei 40 von 50% der Patienten in Behandlung sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt. Und da war noch mal die Frage, das sind Vorerkrankungen. Das sind jetzt nicht welche, die durch Covid entstanden sind, sondern diese Patienten haben diese Vorerkrankungen. Richtig. Ja. Das sind Angaben aus Ihrer eigenen Krankengeschichte. Genau. So. Ein Aspekt, der auch immer wieder ich schon gefunden habe in der Literatur, ist, dass Menschen, die sozusagen eine Beatmung benötigen während der Covid-Erkrankung, dass die, wenn die sozusagen kein starkes Herz haben, sage ich mal etwas laienhaft ausgedrückt, dass die dann auch eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Das kann man schon so sagen. Das gilt aber natürlich für jede Art von Beatmung. Also auch wenn Sie wegen einer schweren Operation länger beatmet werden müssen, dann haben Sie natürlich, wenn Sie kardiovaskuläre Vorerkrankungen haben, ein höheres Risiko. Das ist ja auch der Grund, warum viele Eingriffe sehr stark evaluiert werden, Nutzen-Risiko abgewogen wird, auch außerhalb der Covid-Zeit. Aber natürlich gilt das Gleiche auch für eine schwere Infektion. Wenn Patienten länger beatmet werden müssen, ist jede Komorbidität, auch eine schwere Nierenerkrankung, ist natürlich etwas, was das Risiko und den Verlauf das Risiko erhöht und den Verlauf ungünstig beeinflussen kann. Dann gibt es hier eine Frage, ob es Hinweise, Belege oder zumindest Theorien gibt, warum Männer häufiger an Covid-19 erkranken als Frauen. Kann das auch irgendwie mit kardiovaskulären Risikofaktoren zusammenhängen? Sind Männer da stärker betroffen? Also, was interessant ist, dass wir wissen zwar noch nicht, ob die Myokarditis wirklich eine Rolle spielt bei Covid-19, aber was bekannt ist, dass Myokarditis häufiger in Männern auch auftritt. Das heißt, vielleicht ist da auch schon eine Prädisposition bei Männern vorhanden. Das jetzt aus der Basic Science. Ja. Also wir wissen natürlich schon, dass die kardiovaskulären Erkrankungen auch zumindest in vielen westlichen Nationen die Männer stärker betreffen. Und das könnte jetzt einfach nur ein Confounder sein. Aber Entschuldigung, Thomas, du hattest, glaube ich, du bist zu verzögert. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Nee, du hast genau das gesagt, was ich auch sagen wollte. Männer haben halt zum Beispiel mehr Hypertonie und im Schnitt mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Übrigens spielt Diabetes wahrscheinlich eine ziemlich wichtige Rolle. Zumindest fällt beim Diabetes auf, dass der bei den unkomplizierten Fällen eher unterrepräsentiert und bei den schweren Fällen eher überrepräsentiert ist. Ja, da ist hier auch noch eine Frage zum Diabetes direkt. Vielleicht können Sie das gleich dann mit beantworten. Da gibt es wohl die Forderung der Deutschen Diabetesgesellschaft, dass alle Patienten bei Krankenhausaufnahme auch auf Diabetes getestet werden sollten, um sozusagen den möglichen Risikofaktor in Bezug dann auf eine Covid-Erkrankung mitzubedenken. Macht das Sinn? Also unbedingt. Die Frage ist, welche Konsequenzen man spezifisch daraus ableitet. Aber natürlich ist es wichtig zu wissen, ob ein Patient Diabetiker ist, insofern, als man vielleicht noch mehr zum Beispiel auf Sekundärinfektionen achtet, denn man weiß, dass Diabetiker da besonders gefährdet sind. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Das ist ja eine Beobachtung. Herr Marsberg, Sie hatten das angesprochen. Es geht ja nicht nur darum, Covid-Patienten zu behandeln, sondern es geht ja auch darum, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Herzinfarkte weiterhin zu behandeln. Und es gibt da so ein paar Hinweise aus einigen Ländern, Italien, Spanien, USA, dass in Krankenhäusern beobachtet wird, dass die Anzahl der Patienten, die sozusagen mit Herzinfarkt, akuten Infarkt in die Kliniken eingeliefert werden, irgendwie abnehmen. Ist das in Deutschland auch so oder was wäre Ihre Hypothese? Woran könnte das liegen? Was passiert da? Was geht da vor? Also prinzipiell gibt es solche Beschreibungen auch aus Häusern in Deutschland. Es gibt noch keine, zumindest mir bekannte Übersicht, die Gesamtdeutschland, wie die Entwicklung ist.
Aber diese Informationen stammen ja aus verschiedenen Ländern. Insofern muss man das sehr ernst nehmen. Die Erklärung kann man sich natürlich Verschiedenes vorstellen. Eine Erklärung, die ich für unwahrscheinlich halte, auch wenn sie formal noch nicht wirklich ausgeschlossen ist, ist, dass der Virus schützt vor Herzinfarkt. Dafür gibt es aber überhaupt keinen Anhalt, dass man das biologisch irgendwie erklären könnte. Deswegen würde ich das eigentlich eher als Ursache ausschließen. Das, was ich eher befürchte, ist, dass die Patienten entweder selbst entscheiden, sie haben zwar Thoraxschmerzen, Brustschmerzen, wollen aber nicht ins Krankenhaus, weil sie Angst haben, sich zu infizieren. Das ist ein Problem. Das ist aus vielen Beobachtungen eine Sorge, die wir tatsächlich objektivieren können, die nicht begründet ist im Einzelfall, weil die Ströme natürlich getrennt laufen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Nachricht an die Menschen, dass die Erkrankungen, die wir sonst als Notfall sehen, natürlich weiterhin Notfälle sind. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Herzinfarkt hat eine Sterblichkeit, wenn er optimal versorgt wird, von 5%. Wenn er nicht optimal versorgt wird, dann kann die Sterblichkeit natürlich ganz, ganz schnell ein ganz anderes Ausmaß haben. Und wir dürfen nicht für eine Erkrankung wie Covid, die natürlich auch die Prognose negativ beeinflussen kann, aber nicht in dem Ausmaß wie ein Herzinfarkt, das dürfen wir nicht vergessen, dürfen wir keine Abstriche machen in der Qualität der Versorgung dieser Notfälle. Die ganz wichtige Botschaft an Patienten, alle Symptome von akuten, möglicherweise Herzinfarkt, Notruf wählen, ins Krankenhaus gehen. Unbedingt ernst nehmen, ja, unbedingt ernst nehmen. Und eine Gefahr ist natürlich, dass auch die Symptome jetzt vor dem Kontext Covid auch vom Arzt anders interpretiert werden. Und das ist sicherlich ein großes Problem, dass Patienten häufig dann Atemnot angeben und dann man natürlich eine sehr gute Stratifizierung haben müssen, dass Patienten, die eigentlich einen Herzinfarkt haben, nicht in so eine Covid-Schiene abgeleitet werden und dann die Diagnose Herzinfarkt erst verzögert oder unter Umständen auch gar nicht gestellt wird. Dass sowas passieren kann, da gibt es Hinweise aus China, die haben mal analysiert, wie die Versorgung der Infarkte sich verändert hat im Laufe dieser Pandemie und haben gesehen, dass tatsächlich das, was wir als Qualitätsmaßstäbe anwenden, also wie lange dauert es, bis der Patient im Krankenhaus ist, wie lange dauert es, bis der Patient im Katheter ist, das Gefäß wieder eröffnet wird, diese ganzen Zeiten haben sich extrem verlängert, einfach weil die Fokussierung sehr stark auf die Covid-Erkrankung inzwischen stattfindet und wahrscheinlich auch, weil in bestimmten Situationen halt auch die Logistik einfach nicht mehr bereitsteht. Ja. In Deutschland, glaube ich, haben wir im Moment noch eine hervorragende Situation, insofern als wir einerseits den Covid-Patienten gerecht werden können, aber weiterhin natürlich trotzdem noch eine Infrastruktur haben, die uns erlaubt, auch die Nicht-Covid-Patienten so zu behandeln wie bisher. Aber die Patienten müssen natürlich ihren Beitrag leisten und auch kommen. Ja, das heißt in dem Fall Quarantäne verlassen und das Krankenhaus aufnehmen. Ja, ja, und man kann im schlimmsten Fall auch mit einer Covid-Erkrankung natürlich einen Herzinfarkt bekommen und kann den aber auch genauso wie beim Nicht-Covid-Patienten den natürlich behandeln, sodass man den auch überleben kann. Gut, dann hätte ich jetzt eine Frage an Frau Dimmeler nochmal ins Forschungslabor sozusagen. Also welche Forschungsfragen sind eigentlich für Sie im Moment offen, was SARS-Coronavirus 2 Covid angeht? Welche Fragen würden Sie gerne beantworten oder welche versuchen Sie zu beantworten? Was ist da wichtig? Ich meine, die zentrale Frage ist natürlich, welche Medikamente könnte man entwickeln, um die Erkrankung zu behandeln. Da sind natürlich primär jetzt nicht die Kardiologen oder die kardiologischen Forscher gefordert, sondern eher die Infektiologen. Aber uns drückt natürlich schon die Möglichkeit, dass dieser Virus auch Herzmuskelzellen befallen könnte. Ich denke, das sollte man möglichst bald wissen. Und wie ich eingangs erwähnt habe, es gibt Kollaborationen in unserem Forschungszentrum DZHK, wo wir gemeinsam humane Materialien teilen und untersuchen, in welchem Ausmaß kann dieser Virus diese Gewebe befallen. Man muss dazu sagen, dass Menschen mit einer Herzerkrankung wesentlich mehr von diesem ACE2 im Herzen exponieren. Das konnten wir belegen. Und damit natürlich wir auch Herzkulturen brauchen, die das sozusagen so ein bisschen darstellen. Und wir müssen die Herzkultur möglicherweise krank machen, um dann sozusagen zu schauen, ob dann Menschen sozusagen befallen werden könnten. Das ist ein Forschungsaspekt. Begleitend ist natürlich histologisches Material zu untersuchen, was wir an Verstorbenen sozusagen versuchen herauszufinden, was für Erkrankungen im Herzen sozusagen auftreten. Wir sind auch dabei zu schauen, inwieweit Gefäße betroffen sind, die natürlich starke Permeabilitätsstörungen machen könnten oder auch vielleicht so Sachen wie Plaque
Erosion, was dann zu einem Herzinfarkt führen könnte. Das sind grundlagenwissenschaftliche Fragen. Praktische Fragen sind natürlich zudem mit ACE-Inhibitoren, mit diesen Angiotensin-Rezeptor-Blockade-Medikamenten, ob dies zum Beispiel auch auf die Lunge einen Einfluss hat. Also man nimmt zum Beispiel Lungenschnitte und versuchen, die zu inkubieren mit den Medikamenten und zu schauen, ob dann die Infektion verstärkt wird, um da ein bisschen direkter neben den großen epidemiologischen Daten, die vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, auch Hinweise zu bekommen. Ich denke, Sie die Fragen im Hinterkopf sollte man haben, dass natürlich auch die Medikamente, die wir einsetzen, möglicherweise Nebenwirkungen haben könnte. Antivirale Therapien können das Herz schädigen, neue Medikamente könnten das Herz schädigen und das darf man natürlich in dieser Phase auch nicht vergessen. Wenn wir einen hohen Anteil von Patienten haben, die schon Herzleiden haben, müssen wir da ganz besonders aufpassen. Und das kann man natürlich auch im Labor sehr gut voruntersuchen. Sie sprachen gerade von Untersuchungen auch an Verstorbenen. Werden denn Covid-19-Patienten eigentlich obduziert oder in größerer Zahl obduziert, um genau solche Untersuchungen zu ermöglichen oder eher nicht? Also ich weiß nur, dass wir jetzt eine Anfrage gestellt haben und dass das zumindest möglich ist. In welchem Umfang das im Moment schon läuft, glücklicherweise ist in Frankfurt, glaube ich, noch keiner gestorben. Insofern kann ich bundesweit keine Aussagen machen. Aber in China gibt es auf alle Fälle Material. Es gibt schon Case Reports von Verstorbenen. Also ich denke, weltweit gibt es mit Sicherheit hier Forschungsmöglichkeiten. Vielleicht Herr Eschenhagen nochmal. Wie gut klappt eigentlich die Kooperation und der Transfer von Daten aus asiatischen Ländern, die ja sozusagen zeitlich ein bisschen vorne dran waren? Fühlen Sie sich da gut informiert durch Publikationen und Daten, klinische Daten? Oder klappt das eher nicht so gut? Also aus kardiovaskulärer Sicht sozusagen für den Pharmakologen. Also es ist ja auch eine große Chance für die Wissenschaft. Doch, unbedingt. Es ist tatsächlich so, dass wir praktisch alles an klinischen Daten zurzeit aus China bekommen. Also wenn man so in Journalen, kardiovaskulären Journalen unterwegs ist als Editor und anguckt, was reinkommt, es ist ein Schwung von Papern aus China, die sich genau mit den Fragen beschäftigen, die wir besprochen haben. Aber wie Herr Masberg gesagt hat, die meisten sind eben doch auch noch ziemlich früh und relativ schlecht kontrolliert, sodass man nicht so viel daraus ableiten kann. Trotzdem, also Ihre Frage, der Austausch mit China ist in der Beziehung wissenschaftlich exzellent. Und eine Frage hier noch war in Richtung Risikopersonen. Ob Sie da spezielle Empfehlungen haben, durch welche Maßnahmen, die sich jetzt generell außer den generellen Quarantäneregeln zu Hause bleiben, gibt es da noch spezifische Maßnahmen, wie sich solche Risikopatienten besonders schützen könnten, um nicht an Covid zu erkranken? Herr Masberg? Also ich glaube, wichtig ist, dass die Grunderkrankung behandelt ist, also die kardiovaskuläre Grunderkrankung. Das heißt, man muss, das ist leider was ich auch aus eigener Erfahrung, also nicht persönlich, aber meiner Patienten weiß, dass eine große Zurückhaltung im Auge besteht, in Apotheken zu gehen und dann zum Teil Medikamente, die lebenswichtig sind, nicht mehr eingenommen werden. Also das ist ein ganz wichtiger Rat, dass die kardiovaskuläre Erkrankung, die muss natürlich gut behandelt sein. Je besser die behandelt ist, desto besser ist auch, so vermuten wir zumindest, der Verlauf einer eventuellen Covid-Infektion. Und sonst, glaube ich, gilt das, was für alle anderen auch gilt, natürlich konsequentes Einhalten der aktuell gültigen Separation und Kontaktreduktion. Und die Nachfrage, die medikamentöse Versorgung mit kardiovaskulären Medikamenten, da gibt es aber keine Engpässe oder Probleme, man soll einfach sehen, dass man diese Medikamente hat und auch in der Apotheke sich besorgt und nicht einfach sagt, ich habe Angst rauszugehen und dann gehe ich lieber gar nicht mehr in die Apotheke. Das ist kein guter Ratschlag. Ja, oder die Medikamente besorgen lassen. Die Kliniken sind ja im Moment angehalten, möglichst große Packungsgrößen auch zu verschreiben bei Entlassung von Patienten. Damit natürlich solche Apothekenbesuche so weit wie möglich reduziert werden. Auch wenn Medikamente ausgehen, dann muss man, wenn das kardiovaskuläre Medikamente sind, dafür Sorge tragen, dass die auch, dass dann eine Kontinuität besteht, dass die nicht dann über Wochen abgesetzt werden. Hier ist eine Frage, die sehr heiß in den USA diskutiert wird, weil der Präsident ja selber auch immer wieder auf die möglichen Behandlungen mit Chloroquin hingewiesen hat. Und da ist jetzt hier die Frage, dass es da auch Nebenwirkungen im Herzbereich gäbe, nämlich Herzrhythmusstörungen als Folge einer Chloroquin-Therapie.
Und haben Sie da eine Meinung zu? Also was vielleicht an Herrn Eschenhagen, ist das zu empfehlen oder was ist eigentlich die Evidenz bezogen auf den Einsatz von Chloroquin? Also es gibt tatsächlich drei ganz kleine erste Berichte aus China und aus Frankreich, die darauf hinweisen, dass das Chloroquin günstige Effekte haben. Diese Studien wurden zu Recht sehr kritisiert, weil sie so gemacht worden sind, dass man daraus praktisch keine Schlüsse ziehen kann. Aber es gab vor wenigen Tagen eine Studie an immerhin 62 Patienten, die jetzt wirklich mal kontrolliert behandelt worden sind. 32 oder 31 gegen 31 mit Hydroxychloroquin und bei relativ milden Fällen. Und da hat das Chloroquin tatsächlich zumindest Anhaltspunkte für einen sehr günstigen Effekt gezeigt. Also insofern, die Frage ist offen. Das Problem sind tatsächlich die Nebenwirkungen. Und das Problem ist, dass man, um wirklich gute Daten zu bekommen, einfach unbedingt weiter kontrollierte Studien machen muss. Denn sonst wird er diese Frage niemals beantworten können. Insofern ist eigentlich der Rat und die Forderung, unbedingt sich an Studien zu beteiligen. Und da gibt es Studien, zum Beispiel der WHO, aber auch andere, die genau das kontrolliert auch in Deutschland oder in Europa untersuchen wollen. Das Risiko von Chloroquin sind tatsächlich Blockierung, also AV, also zwischen der Vorkammer und der Kammer, AV-Blockierung und das sogenannte LQT, also das lange QT-Syndrom, wo eben über die Hemmung von Kaliumkanälen Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden können, die durchaus dramatisch sein können, insbesondere bei vorgeschädigten Patienten, wie zum Beispiel solche mit Herzinsuffizienz. Insgesamt ist es kein schlecht verträgliches Medikament, aber das muss man beachten. Ich habe noch mal eine Frage, vielleicht an Sie alle. Ich weiß nicht, wer das beantworten kann. Wo finden eigentlich Patienten, die sozusagen kardiovaskuläre Erkrankungen haben, im Moment gute Informationen rund um das Themenfeld Covid? Habe ich Risiken? Welche Risiken? Was sollte ich beachten? Wo sollten die hingehen? Wo sollen die nachgucken? Also es gibt natürlich die allgemeine Empfehlung vom Robert-Koch-Institut. Das ist sicherlich eine gute Informationsquelle. Jetzt die spezifischen Fragen an kardiovaskuläre Erkrankungen. Da ist die DGK, bringt immer aktuelle Informationen und natürlich auch die Deutsche Herzstiftung, die wahrscheinlich der gerade auch für Patienten wichtigste Ansprechpartner ist. Und die haben täglich Informationen, die sie bereitstellen zum Thema Covid und Herzerkrankungen. Das würde ich empfehlen. Ja. Und vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn Sie so die Berichterstattung bisher sich anschauen, aus Ihrer Sicht, also wo sind da Fallstricke gewesen, wo sollten Journalisten genauer hingucken, was ist da vielleicht auch nicht so gut gelaufen oder worauf sollten Sie achten, was halt eine gute informierte Berichterstattung über gerade diesen Aspekt Covid und das Herz. Vielleicht da nochmal von jedem, ist Ihnen da was aufgefallen, irgendwelche Fake News, Desinformationen, falsche Informationen, falsche Hoffnungen, kann man da noch was besser machen? Also ich glaube, insgesamt ist natürlich eine wahnsinnige Informationsflut jetzt aus wissenschaftlicher Sicht, ja, die wir auch als Wissenschaftler natürlich erst bewerten müssen. Und Sie sehen selber, ich glaube, es waren fast 3000 Publikationen, die in den letzten Monaten dazu erschienen sind. Wir müssen uns natürlich auch selber erst ein Bild machen. Und ich glaube, man muss manchmal vielleicht abwarten, bis eine Aussage sozusagen auch von einer Gruppe von Wissenschaftlern vielleicht mal geprüft wurde und auch in den Kontext gestellt wurde. Ich glaube, wovor ich abraten würde, ist frühzeitig positiv für medikamentöse Therapie oder negativ für zum Beispiel ACE-EMA muss abgesetzt werden oder Ibuprofen darf man nicht geben. Da muss man, glaube ich, ein bisschen vielleicht auch berücksichtigen, wie die Fachgesellschaft sich dazu äußert. Aber insgesamt ist der Umgang, glaube ich, sehr, sehr gut eigentlich. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die Leute auch gut informiert werden. Und ein guter Gradmesser dafür ist ja auch, dass insgesamt wir jetzt auch nicht in der Situation leben, wo die Leute hysterisch und panisch sind. Genau. Frau Dimmler noch kurz, wir sind gleich am Ende. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man merkt, dass das Wissenschaftssystem sich ändert. Es werden im Moment ganz, ganz viele Nachrichten publiziert, die man noch nicht kontrolliert hat, die ganz frisch aus der Presse kommen, auch der wissenschaftlichen Presse, im Labor kommen oder aus den Kliniken kommen, was man normalerweise nicht tun würde. Wir publizieren ganz wenige Fälle, einfach um die Wissenschaft zu das Wissen zu teilen in der Community. Das darf man natürlich nicht als Statement dann nehmen oder als Fazit oder als finale Aussage, sondern als Beitrag der Wissenschaftler zur Wissenschaft.
Und so muss man im Moment auch die Artikel sehen. Und jeder sollte das dazu beitragen, wenn dann 5 Artikel aus der gleichen, die gleiche Maßnahmen empfehlen oder die gleiche Ergebnisse haben, dann kann man daraus mehr stricken. Und man darf nicht vergessen, dass wir jetzt natürlich einfach anders damit umgehen mit der wissenschaftlichen Information im Moment. Genau, also noch viel Zeit zu lernen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie zur Verfügung gestanden haben für die Kolleginnen und Kollegen da draußen. Und ganz herzlichen Dank für die Information und ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen schönen Tag und alles Gute natürlich für Ihre Patienten und in der Forschung. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.